So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Wir sind aktuell im Palast der Solari und haben Sam und Whitman gefunden. Sam wird hoffentlich fliegen können. Whitman war so dumm und hat sich fangen gelassen. Und ja, jetzt sind wir hier und müssen gegen die ganzen Boys kämpfen. Ja. Warte mal, was sind denn die? Nee. Bin hinter der Säule. Ja. Oh, nicht die Kuh. Der ist entkommen, geht raus und findet sie. Okay. Ja, Mann. Okay, meine Kopfschüsse waren auch schon mal besser. Okay. Ja, genau. Zünde für alle eine Fackel an, die hier ihr Leben lassen mussten. Machst du mir den Weg frei? Okay, anscheinend doch nicht. Ich muss da hoch. Ja, okay. Oh, fuck. Boah, Alter, ist du dumm. Ach, mein Gott. Das war's mit dem Versteckspiel. Jetzt bist du fertig mit. Nimm doch deine Waffe. Was ist denn das jetzt gewesen? Granatenwerfer wahrscheinlich, oder? Boom, 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 boom. Ja, genau. Lauf, ihr dreckigen Mistkerle. Kriege euch alle. Ist auch da. Oh.
Oh Gott. Oh fuck. Meine Güte. Jetzt stirb doch mal hier. Die Söhne. Söhne wundervoller Mütter. Meine Güte, da geht man gerade auch noch richtig auf den Sack. Meine Güte. Amas jetzt mal. Danke. Ich hätte auch meine Granaten jetzt werfen können, aber na gut. Ach. Und ich habe Fähigkeitspunkt für den Kartograf. Den Karto, die Kartografie. Meistern. Ja. Ausrüstung. Mal hier. Das Gewehr. Ja, Doppelmagazin, ja, und. Ja. Wo hatte ich jetzt hier meine Handwaffe? Polierter Bolzen, ja. Oh, Schrotflinte. Schön. Also, es ist nur durch Zufall, dass wenn man jetzt irgendwie zwei in der Solari-Festung plündert, dass man dann den einen Teil zur Schrotflinte bekommt. Oh. Bleib weg von mir! Komm mit uns! So, hä? Was denn das jetzt? Ah, hier. Oh. Das ist schön. Meine Güte, Junge. Ach so, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Oh. Was ist dir gegönnt? So. Finde ich eigentlich ganz nett, ne? Haben wir hier noch irgendwas Schönes?
Munition ist immer gut. Schöner Schrein. Sie ist da unten. Schieß das Licht doch aus. Die Outsiderin ist da unten. Oh fuck. Ja, ja. Okay. Okay, schnell. Lara! Oh, fuck. Ja, wo? Hä? Wo muss ich denn hin? Geht es hier hin? Ach so. Ja. Nichts hält mich auf! Na doch. Schon. Bisschen. Lara, kletter rüber. Na los. Lauf zu Roth. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Was gucken. Okay. Okay. Oh. Was ist mit Matthias? Oh, nicht schon wieder so einer. Da hoch. Sie dürfen nicht in den Helikopter steigen. Aber der müsste doch eigentlich schon längst abgestürzt sein. Zerstört die Brücken! Das sind unsere Leute! Sind hier noch mehr Ungläubige? So. Ich dachte, weil die gerade, die ist gerade automatisch gelaufen, deswegen dachte ich, ich muss nichts machen. Hui.
Genau. Achso. Und der Arme. Oh Gottes Willen. Ah. Okay, wo bin ich hier? Hier? Ja, jetzt bin ich aber drin. Wir werden beschossen. Warte! Die Stürme! Es ist zu gefährlich! Verdammt! Ja, aber die werden ja sowieso alle sterben. Okay, dann machen wir das so. Ich frage mich ja auch, wie sie diese ganzen Metallplatten festgemacht haben. Mit so einem Sekundenkleber, Ultrasekundenkleber. Ach du Heilige, wenn wir so die Düse gehen, ihr muss doch an einer Rauchvergiftung sterben. Eigentlich. Viel wie ihr diesen Rauch einatmet. Und muss ich hier hin. Okay. Ach, was für ein Zufall, dass wir so rechtzeitig geschafft haben. Ah, genau. Okay. Oh. Oh. Geh doch mal hier hoch, Lara. Meine Güte. Bin ich gestresst vielleicht? Natürlich ist sie deswegen gestorben, ja. Ne? Na komm schon, los! Ah, da bist du. Ah, da bist du. Na komm! Die sind alle so hohl wie Stroh. Los, Lara! Deswegen brennen die auch alle so gut. Da sind sie! Guck mal. No! Nein!
doch nicht ohne dich. Tut mir leid, Lara. Tut mir leid. Du schaffst das. Du bist eine Croft. Nein. Nein. Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also, Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan schmieden, Ihr okay? versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Was ist Jonah? Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Herzlichen Glückwunsch. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Das war mir schon von Anfang an klar. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Sie ist wirklich nicht die Kerze auf der Tod. Das war mir schon von Anfang an klar. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit Ihnen gehen sollen. Mhm. Tut mir leid. Ich habe dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mache ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker. Na, weiser ist sie auf jeden Fall nicht. Als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mache mir Sorgen um dich.
Aber ich weiß, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft. Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe wie die Tochter, die ich nie hatte. Schön. Ich bin stolz auf dich. Ruth, eine Entschuldigung. Nee, Ruth, eine Entschuldigung. Ruth, ich kann nicht glauben, dass du nicht mehr da bist. Danke für alles, was du mir beigebracht hast. Du warst der Vater, den ich gebraucht habe. Ich glaube, wir haben sehr viele Dokumente vom guten Ruth übersehen. Weil wir erst 2 von 7 haben. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Gut, sie ist fertig. Das weiß man manchmal nicht, ne? 7 von 10, meine Güte. Ich speichere mal ganz schnell. Ja, 57%. Wir nähern uns dem Ende. Wieder ein Grab. Oh nein. Schalldämpfer zur Ruhe gebettet, ja. Guck mal, wie viel wir hier haben. Und hier die Kavernen. Hier haben wir die Schatzkarten noch. Unten, Ort unbekannt. Okay, das wird auf jeden Fall noch richtig lustig werden. Aber ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge an dieser Stelle weitermachen und werden uns den Weg zu unseren Freunden bahnen, in der Hoffnung, dass sie uns nicht verlassen haben. Aber es würde mich nicht wundern, wenn sie es getan hätten. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.